Die IG Metall erklärt, was ist eine Gewerkschaft? Claudia und Ralf sind gute Freunde. Claudia arbeitet beim Metallbetrieb Müller, Ralf im Elektronikbetrieb Meier. Wenn die beiden sich sehen, wundert sich Ralf. Claudia verdient mehr Geld. Claudia hat früher Feierabend. Claudia hat auch mehr Urlaubstage. Und an Weihnachten kann Claudia mehr Geschenke für ihre Lieben kaufen. Woran liegt das? Claudias Betrieb hat einen Tarifvertrag. Das bedeutet, dass sich der Arbeitgeber an feste Bedingungen bindet, wenn es um Wochenstunden, Lohnerhöhungen, Sonderzahlungen oder Urlaubstage geht. Einen Tarifvertrag schließen die Arbeitgeber mit der Vertretung der Arbeitnehmer ab. Diese Vertretung ist eine Gewerkschaft. Doch was ist eine Gewerkschaft? Eine Gewerkschaft, das ist ein Zusammenschluss von Beschäftigten. Sie vertreten gemeinsam ihre Interessen gegenüber den Arbeitgebern, aber auch gegenüber anderen Bereichen, zum Beispiel der Politik. Gewerkschaften sind jeweils für bestimmte Branchen zuständig. Zum Beispiel gibt es Gewerkschaften für die Metallbranche, den Dienstleistungssektor oder die Bauwirtschaft. Eine Gewerkschaft handelt Tarifverträge für ihre Mitglieder aus. Wenn der Arbeitgeber nicht bereit ist, auf die Forderungen einzugehen, kann eine Gewerkschaft zu Streiks aufrufen. Je mehr Beschäftigte mitmachen, desto kraftvoller ist ein Streik. Die Beschäftigten können ihre Interessen besser durchsetzen. Um die Arbeitsbedingungen in den Betrieben zu verbessern, arbeitet die Gewerkschaft mit den von den Beschäftigten gewählten Betriebsräten zusammen. Viele Betriebsräte sind deshalb Gewerkschaftsmitglieder. Wo es keine Betriebsräte gibt, kann eine Gewerkschaft die Beschäftigten bei der Gründung unterstützen. Dabei gilt immer, je mehr Gewerkschafter in einem Betrieb sind, desto stärker können sie ihre Forderungen vertreten. Das Motto: Nur zusammen sind wir stark. Claudia ist bereits Mitglied in einer Gewerkschaft. Nur als Mitglied hat sie Anspruch auf Tariferhöhungen, Unterstützung bei Streiks und Rechtsschutz. Sie ist damit Teil einer starken Gemeinschaft. Das überzeugt auch Ralf.